Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Talkshow. Selbstgespräche, Gespräche mit dem inneren Selbst. Der Verstand fragt, das Herz antwortet. Schön, dass ihr diese Zeit genießt. Der Uwe ist wieder hier, sitzt neben mir. Er wird die Nachrichten oder die Fragen im Chat vorlesen, falls welche kommen. Wenn nicht, ist es perfekt. Ostern steht vor der Tür. Vor der Tür. Die Symbolik von Kreuzigung und Auferstehung. Die Kreuzigung von Jesus. Die Geschichte ist nicht wahr. Sie hat sich eigentlich gar nicht zugetragen. Es ist eine symbolische Geschichte. Jesus Christus ist das Herz. Es ist das, was du bist. Es wird leuchten, es wird heraufleuchten, auferstehen, wenn du dem Verstand, wenn du dem Verstand nicht so viel Aufmerksamkeit gibst, weil er besteht aus der Dunkelheit, aus Interpretationen, spontanen Interpretationen von dem, was ist. Und diese Aufgabe erfüllt er perfekt. Aber es ist auch symbolisch gesprochen der Verräter, weil wenn du dem Verstand, wenn du dem glaubst, was du denkst, dann ist das Herz, das Lichtwesen, das du bist, verraten. Also es ist verdunkelt, es ist nicht. Es kann nicht sein Wesen auf der Erde erfüllen. Und deshalb schauen wir uns immer wieder oder wir werden aufgerufen, den Verstand zu beobachten, die Bewertungen zu beobachten und still zu sein mit dem, was ist. Und letztendlich ist das bereits die Kreuzigung. Es ist wie sterben, bevor du stirbst. Sterben, bevor der Körper stirbt. In die Wahrheit hineinsterben. In das wahre Selbst hineinsterben. Ist immer jetzt möglich. So viel vielleicht einleitende Worte. Ist denn das Hineinsterben und die Auferstehung dann gleichbedeutend oder passiert gleichzeitig oder gibt es da noch was dazwischen oder wie ist das zu Es ist verstehen? dasselbe. Ist dasselbe. Wenn der Verstand stirbt, weil die innere Intelligenz sich der Bewertungen, der Dunkelheit, der Bewertungen bewusst wird, dann ist es gleichzeitig die Auferstehung des Herzens. Und wenn wir uns den Ostermontag betrachten, wie die Religion oder die religiöse Geschichte das beschreibt, dass die Jünger Jesu, die also quasi diesem Meister der Verkörperung der Liebe folgen, wenn sie am Ostermontag Jesus irgendwo wieder sehen oder gesehen haben, der dann wieder verschwunden ist, dann bedeutet das nicht,
eine körperliche Auferstehung, das ist eigentlich Unsinn. Es bedeutet, symbolisch gesehen, dass er gar nicht gestorben ist, dass die Liebe, die du bist, nicht sterben kann, nicht gestorben ist, auch wenn der Körper stirbt am Kreuz oder wie auch immer. Und der Körper stirbt, was du bist, kann nicht sterben, weil das, was du bist, ist ohne Anfang und ohne Ende, immer hier. Es braucht einfach eine Erinnerung an dieses lichtvolle Wesen, das du bist. Was mir dazu noch einfällt, ist, die heiligen Tage beginnen mit dem Gründonnerstag. Es ist die Erinnerung an die Auferstehung im Licht, dass ich nicht körperlich bin, so etwas wie Dankbarkeit an den Körper. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Die Körperidentität hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie ist schmerzlich. Und der Schmerz wurde als Wecker- oder Umkehrsignal anerkannt, als Achtungssignal anerkannt. Ist das wahr? In dieser Haltung, Dankbarkeit an den Körper, der Körper kann sterben. Es ist wie eine Vorahnung auf die Unsterblichkeit. Die ich bin. Und das, was Gründonnerstag, dass es Gründonnerstag genannt wird, für mich ergibt sich diese Farbe Grün wie als Symbol, es wachsen neue Lebenstriebe, die Lebenstriebe der ewigen Liebe, die sich auf der Erde verwirklichen kann. Neue grüne Triebe. Grün als Hoffnung, die bereits jetzt erfüllt ist durch die Ahnung, dass das Leben, das ich bin, unsterblich ist. Ja, ein bisschen ein Versuch, sich den heiligen Tagen mal anzunähern. Mit dieser Haltung. Das Fest feiern, Abschied nehmen von der Körperidentität, sich erinnern an das unsterbliche Wesen, das ich bin. Also diese Möglichkeit zur inneren Besinnung an diesen heiligen Tagen, besonders an diesen heiligen Tagen. Dieses zur Erinnerung nutzen. Innere Einkehr. Und ich sag nicht, was ihr tun sollt.
Eine Frage von Jeanette Nicole. Woher kann man sagen, was wirklich ist, wenn der Körper stirbt? Denn die Erfahrung hat sich ja in einem lebenden Körper realisiert. Die Erfahrung hat sich in einem lebendigen Körper realisiert. Ja, und doch existiert dieses Ewigkeitsbewusstsein nicht nur innerhalb des Körpers, sondern außerhalb des Körpers gleichermaßen. Und die Realisierung von dem, was du bist, woran du das erkennen kannst, indem du in diesem bedingungslosen Frieden einkehrst, unerschütterlicher Frieden. Und wenn das nicht unbedingt unerschütterlich ist mit dem Frieden, wenn dich etwas aus der Ruhe bringt, aus dem Frieden bringt, wenn dich etwas ärgert, dann ist das nicht falsch. Es ist die Erinnerung, dass Ärger jetzt durch eine Bewertung entsteht, und wenn du diesem Pfad vertraust, dann ist das der Weg, wo der Frieden wieder zurückgewonnen werden kann. Und das ist letztendlich jedes Mal ein Sterben in das Jetzt-Bewusstsein hinein. Sich der Bewertungen bewusst werden, die einen Unfrieden erzeugen. Also der Körper wird nicht gebraucht, um zu erwachen. Im Gegenteil. Du kümmerst dich nicht um darum, körperliche Befindlichkeiten verbessern zu wollen. Gehören doch Erfahrungen eigentlich immer dem Weltlichen an und nicht dem, also man kann dann das gar nicht erfahren als Erfahrung, da könnte man das trotzdem sagen. Weil dann müsste es ja jemand geben, der das auch erfährt. Ein Ich, so wie es jetzt hier Ja, eine Erf ist, steht. was du erfährst, ist immer ein Gedanke. Was ist eine Erfahrung? Keine Ahnung.
Also mit anderen Worten, das, was wirklich ist, lässt sich eigentlich nicht erfahren. Erfahren ist für mich wie ein Wort, da muss jemand sein, wo das hingeht. Ich bin eine Bewegung, ich eine Erfahrung. Woran ist erkennbar, was wirklich ist? Am Frieden. Und wo Frieden ist, gibt es kein Ich. Jeanette Nicole fragt, tauchen bei dir noch Gedanken auf, die dich angreifen, oder ist das ganz weggefallen? Gedanken tauchen auf. Aber da das Bewusstsein da ist, dass kein Gedanke wahr ist, passiert auch kein Angriff. Was passiert, ist immer nur Leben. Ein Angriff passiert immer nur dann, wenn da ein Gedanke kommt, der sofort geglaubt wird. Also ein Gedanke, der zurückkommt, ist Freude, weil klar ist, dass er nicht wahr ist. Und so bleibt das Leben einfach Freude. Es ist nicht unbedingt so gleichmäßig. Es hat auch Schwingungen, stärker, schwächer. Aber es ist immer Freude. Es ist die ursächliche Seinsfreude. Es ist das, was du bist. Es ist immer hier. Nur ist das vielleicht auch leichter gesagt als getan, weil was sind Gedanken? Wenn dann kommt zum Beispiel etwas Schreckliches kann passieren, dann wird das meist gar nicht als Gedanke gesehen, sondern für die Wahrheit gehalten. Aber es ist ein Gedanke. Wenn da im täglichen Zusammensein falsch auftaucht, dann wird es oft nicht als Gedanke gesehen, sondern als für die Wahrheit gehalten. Ist aber nicht. Falsch, schlecht, furchtbar. Sind Gedanken und nicht die Wahrheit. Sogar kalt ist ein Gedanke, ist die Interpretation von etwas, was Leben ist. Und wenn du das nicht als kalt bewertest und dich dann vielleicht ärgerst, dass es, weil es dir nicht gefällt, kalt,
dann verpasst du den Moment, wo du ganz automatisch etwas tust, dass der Körper wieder warm wird. Da brauchst du keine Geschichte. Oh, wie kalt es ist. Kalt ist auch ein Gedanke. Und das ist das Problem dabei, dass wir oft nicht wissen, was Gedanken sind und weil wir das für die Wahrheit halten. Oder der lehnt mich ab. Der mag mich nicht, weil er irgendetwas sagt, was dich verletzt. Dann hast du verpasst, dass das ein Gedanke ist, Ablehnung. Ablehnung hat nichts mit Wahrheit zu tun. Ablehnung ist ein Gedanke. Und wenn das Schmerz erzeugt, dann ist das schmerzliches Leben. Und wenn dann die Erinnerung eingeschaltet wird, es ist ein Gedanke, dann wandelt sich dieses schmerzliche Leben wieder in freudiges um. Könnte sein. Es ist mein Kind. Ist ein Gedanke. Aber die meisten von uns halten das für die Wahrheit. Du wirst nichts Gutes davon haben, wenn du das glaubst. Es ist dein Kind. Und ohne diesen Gedanken, mein Kind, hast du es leicht, mit einem solchen Wesen außerhalb von dir zusammen zu sein. Es wird viel leichter und fröhlicher und entspannter sein. Denn wenn du dem Gedanken glaubst, mein Kind, hast du eine ganze Menge Sorgen aufgeladen. Ich würde noch gern was zu Jeanette Nicole sagen, weil sie ja geschrieben hat, Gedanken, die dich angreifen oder die jemand angreifen. Ich würde es ja umkehren. Ich würde sagen, wenn ich einen Gedanke angreife, also ihn nicht gehen lasse oder so, dann eher so um, ich greife einen Gedanke. So. Ja, wenn du den Gedanken ergreifst, bedeutet das, du hältst den für die Wahrheit. Das ist das Missverständnis. Greife nicht nach den Gedanken, ja, hafte nicht an. Es ist ein Gedanke. Harald Herr schreibt: Liebe Maja Karina, ich stehe vor einer Biopsie, um einen Krebsverdacht auszuräumen. Was rätst du dazu? Einfach schauen, was dabei herauskommt, ohne Gedanken und Bewertung und ohne Hoffen? Ja, ich kann eigentlich gar nichts raten. Du wirst das Richtige tun. Krebs ist ein Gedanke. Er erzeugt Schmerz, wenn du das glaubst. Und das wird den Schmerz potenzieren. Im Körper. Krebs ist Leben. Leben ist Veränderung. Leben
Der Körper, der das Leben spiegelt, verändert sich. Und du kannst dich erinnern, ich bin nicht der Körper. Ich bin das, was sich nicht verändert. Und in dieser Meditationshaltung siehst du, was passiert mit dem Körper. Der Körper stirbt und du bist noch hier. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich an diese Wahrheit zu erinnern, was du wirklich in Wahrheit bist. Dann stirbst du als Gedanke, bevor der Körper stirbt. Bayari Benedikt, du hast die Hand gehoben, steht hier. Magst du was sagen, was fragen? Hallo, Maya Karina. Hallo. Ja, ich weiß eigentlich gar nichts. Ist gut. Manche machen da ein Drama draus. Ich weiß. Du lachst. Ja, es wird immer mehr als Erleichterung empfunden. Ja, muss gar nicht wissen. Es gibt so viel zu wissen. Ich bin auch immer noch an ganz vielem interessiert. Aber das ist unerschöpflich, das nimmt ja kein Ende, dieses Wissen wollen. Ja. Schaffst du nicht mehr in diesen Inkarnation alles zu wissen. Gib auf. Ja, trotzdem ist da noch so Interesse. Woran denn zum Beispiel? Was? Also Körper ist total interessant. Ich glaube, ich würde dann mal Medizin studieren, nächsten Leben oder so. Ja, Wozu willst du das studieren? Es ist ein Wunderwerk. Dieser Körper, wie der funktioniert, es ist ein Wunderwerk. uns immer noch nicht Den erforscht kann haben. man eigentlich gar nicht studieren. Ein Wunder kann man gar nicht wirklich begreifen. Die Ärzte haben das bis jetzt auch nicht wirklich geschafft. Nee. Meinst du, du schaffst es dann? Also ich bin eher so dabei, immer mehr mein eigener Arzt zu werden, weil ich diesen Körper ja besser kenne als irgendwie jemand anderes. Warum willst du den Körper heilen? Ja, deswegen habe ich vorhin die Hand gehoben. Der Auslöser war, was ist mit mein Körper? Also die Danke. Identifikation ist total stark. Ja. Gerade wo er so schwach wird und so ein Hadern manchmal da ist, wie heute wieder. Jetzt so ein ganz hoher Puls. Unangenehm, sage ich mal. Jetzt schon wieder im Hintergrund, während wir sprechen, schon vergessen. Vorher war es unangenehm. Ja, was hilfreich ist von diesem Gedanken, es ist mein Körper und ja, dann hast du viel Stress damit, ne? Wenn du Ja. dem Gedanken glaubst. Was dabei auch hilfreich ist, ist die Umkehrung einzublenden.
Es ist nicht mein Körper. Was könnte denn wahrer sein? Ist es dein Körper oder ist es nicht dein Körper? Also ich spüre da sowas, du kannst jetzt lachen, aber ich sag's jetzt mal einfach so, eine Verantwortung, mit dem gut umzugehen. Oder das ist doch eine Klugheit. Das ist, was ich vorhin sagte. Da hast du eine ganze Menge Probleme. Wenn du denkst, ich hatte es vorhin gesagt, es ist mein Kind, dann hast du einen Sack voller Sorgen. Wenn du denkst, es ist dein Körper, dann hast du einen Sack voller Sorgen. Dann übernimmst du Verantwortung, willst ihn verbessern, du willst, dass er gesund bleibt, lange lebt. Du hast eine Menge Sorgen. Stimmt. Und das könnte ein Grund sein, von diesem schmerzlichen oder sorgenvollen Gedanken loszulassen. Und die Umkehrung hilft, könnte helfen. Es ist nicht mein Körper. Könnte das auch wahr sein? Ist nur eine Frage. Also, was ich immer mehr sehe, ist halt, dass die Dinge durch mich geschehen. Ja, auch zu welcher Arznei ich greife oder zu welchem Arzt ich gehe, das ist gar nicht meine Wahl. Das ist ja wundersam. Ja. Und es ist egal, ja, zu welchem Medikament du greifst. Ja. Ist die Erfahrung des Lebens, nichts ist falsch. Aber hoffe nicht, dass es irgendwie eine Wirkung hat. Das ist ja fies. Wenn du auf den Zug ausgerichtet bist, hast du den Sack voller Sorgen weiterhin. Das ist jetzt mal ein guter Gedanke, finde ich. Ja, bleib einfach im Jetzt. Du tust, was du zu tun hast. Du hast sowieso keine Wahl, sagst du. Und du machst die Erfahrung des Lebens. Es ist die Erfahrung des Lebens. Das Leben erfährt sich selbst auf durch diesem mich. Weg. Im Jetzt. Mit oder ohne Medikamente. Hoffe nicht auf irgendeine Lösung in der Zukunft. Auch keine Besserung dieses Körpers. Wozu Besserung, wenn das, was jetzt ist, richtig ist? Wenn es weh tut, wie bei Krebs vielleicht, dann hast du die Möglichkeit, diesen schmerzlichen Gedanken, den du auf Krebs oder auf den Körper projizierst, umzukehren. Bleib in der Umkehr. Die Umkehr ist Erlösung von der Vorstellung, körperlich zu sein. Letztendlich ist das die ultimative Lösung, die Befreiung. Die Umkehrung von schmerzlichen Gedanken lösen die Körperidentität. Und das ist Erwachen in dem, was du bist. Um diesem Missverständnis vielleicht noch näher auf die Spur zu kommen, möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn du sagst, es ist mein Körper, hast du ihn denn erschaffen? Hast du einen Einfluss drauf? Wie er aussieht, wie er funktioniert? Hast du? Schaffen nicht, aber hast du einen Einfluss? Wenn das so geworden ist durch Nahrung und durch Pflege, ah ja, das habe ich ja auch nicht getan, ja. Ja, es passiert, hast du dir. Ja. Oder nicht passiert. Vieles. Okay. Ja. Das Älterwerden. Hast du Einfluss drauf? Ah, Scheiße. Weißt, dass es nicht dein Körper ist. Da passieren Veränderungen. Wie kannst du sagen, es ist dein Körper? Wenn es dein Körper ist, dann hättest du doch das in Kontrolle. Dann könntest du den machen, wie du wolltest. Wie es dir ja, gefällt. Ja, das wird ja vermittelt durch viele Gesundheitsapostel. Ja, und jetzt lass mal die Apostel weg. Ja. Geh mal in deine
Wahrheit. Sei mal selbst dein Guru. Hast du einen Einfluss drauf, älter zu werden, beispielsweise? Hast du einen Einfluss drauf, dass die Augen jetzt so sich verändern, dass du eine Brille nimmst? Hast du einen Einfluss drauf? Also das ist wirklich eine gute Frage, weil ich glaube, ich habe mir vieles noch selber zugeschrieben, dass es mir noch so relativ gut geht als mein Verdienst. Ja, das ist gut, dass du Du das glaubst, dass fragst. du einen Einfluss hast und bemühst dich sehr. Ja. Aber hast du ihn wirklich? Nee, nee. Das ist die Gretchenfrage. Ja. Entweder du hast ihn ganz und gar oder du hast ihn nicht. Und wenn du den Einfluss ganz und gar hättest, dann würdest du vielleicht dafür sorgen, dass er nicht alt wird. Vielleicht. Das ist der Beweis, es ist nicht mein Körper. Ja. Und das geht so weiter, dass ich bin nämlich auch nicht dieser Körper. Es ist ja dann noch deutlicher. Also lass ihn in Ruhe. Was nicht bedeutet, ihn jetzt total, ja, nichts mehr zu nehmen oder nicht mehr zu pflegen und nicht mehr zu. Das weiß ich nicht. Du kannst alles machen. Aber hoffe nicht, dass es ein Ergebnis zeitigt. Das ist Ich merke dann diese Reaktion bei mir, diese ganz schnelle. Ja, dann muss ich auch gar nichts mehr nehmen. Gell? Kein, ja, aber musst das du, ist. vielleicht, ne, ja, vielleicht fällt einiges weg. Ja, das tut es eigentlich schon, ja, seit Ja, einiger das sieht Zeit. schon Es mehr. fällt immer mehr weg, gerade. Das stimmt schon. Und du wirst ruhiger und gelassener mit dem, was ist. Stimmt. Ja, und das ist, was du bist. Ruhe, Gelassenheit. Und in dieser Ruhe und Gelassenheit würdest du da keine Körperpflege mehr machen? Nee, das macht ja auch total Freude. Stundenlang im Bad oder so. Aber du würdest es tun, weil das ist ein natürlicher Ausdruck, sieht man ja bei den Tieren. Sie putzen sich. Das ist ein ganz natürlicher Ausdruck des Seins. Ah, ja, wohlfühlen. Ja, ich will mich auch Nicht wohlfühlen. unbedingt wegen Wohlfühlen, das tut man einfach. Ja, und ja gut, dann bleibst du im Wohlgefühl. Des Körpers. Du, das bringt mich gerade zu der Frage, die die ganze Zeit rumschwirrt, seit ich habe deine letzten Satsangs gesehen, aber ich war auf YouTube meistens wegen technischer Probleme hier mit dem PC. Und da ist mir eine Aussage von dir hängen geblieben, du gesagt hast, der Körper hat keine Bedürfnisse. Und das verstehe ich nicht. Der Körper braucht das, was du denkst, was er braucht. Er folgt dem Denken. Und das sind keine wirklichen Bedürfnisse, sagst du. Das ist kein Bedürfnis. Und wenn der Körper schmutzig wird, dann passiert das, dass du ihn auch reinigst. Aber das ist kein Bedürfnis. Ich brauche dafür nicht das Konzept, dass der Körper ein Bedürfnis hat. Das passiert einfach. Ist natürlich. Was ganz Natürliches. Stimmt. Wie es natürlich ist, wenn es kalt wird, dann ziehe ich mir was an oder ich laufe, dann wird es warm im Körper. Ja. Das ist was ganz Natürliches. Aber der Verstand macht aus allem, oh, es ist kalt. Ich habe jetzt das Bedürfnis, mich anzuziehen. Das ist kein Bedürfnis, das ist Unsinn. Das passiert. Das ist ein spontaner Ausdruck des lebendigen Hierseins. Das sagst du, damit das Bedürfnisse was Mentales sind? Ja. Wenn Ah, ich  ======
aber das wird immer so missverstanden, dass es natürliche Bedürfnisse ist. Ah ja. Natürliche Bedürfnisse gibt es gar nicht. Ah ja, Also nicht in jetzt hat es meiner Welt. geklickt. Nicht in meiner Welt. Okay, jetzt habe ich es. Und Bedürfnis ist immer mit Schmerz verbunden, mit Stress. Weil es enttäuscht wird. Ja, weil ich glaube, ich brauche das, aber das, ich brauche es nicht. Bedürfnisse sind immer mental. Okay. Ja, ich Da will verstehe. etwas verbessert werden, was jetzt gerade ist. Das heißt, Nahrungsaufnahme und Trinken, das ist einfach natürlich, geschieht natürlich, Das, wenn es unverbildet ist. ja, wenn es unverbildet ist, Das geschieht es ist natürlich. ja Und wenn du dich natürlich. jetzt daran erinnerst, an dieses Natürliche, dann kann es sein, dass es weniger wird, dass du Ja, wird es. auch auf natürliche Weise. Ja. Ja. Ja, ich glaube, da ist ganz viel angekommen. Der Mensch macht vom Verstand her, wir sind ja Verstandesmenschen, weil wir das ja so gelernt haben, dann auch ein Bedürfnis draus. Ich brauche Nahrung, um den Körper am Leben zu erhalten. Es ist ein Gedanke. Auch das wird verwechselt mit der Wahrheit. Es ist ein Gedanke. Hier wird aus dem, was ganz natürlicherweise passiert, vielleicht Nahrungsaufnahme, wird ein Bedürfnis draus gemacht. Und dann hast du einen Sack voller Sorgen. Esse ich das Richtige? Esse ich zu viel? Esse ich zu wenig? Dann guckst du nach bei Ernährungsphysiologen, die auch irgendwo nur was gelernt haben von anderen Leuten über Vitamine und sonst was. Es ist ein Gedanke, der den natürlichen Ausdruck deines Seins verdirbt, also verfälscht. Ja. Machst ein Bedürfnis draus. Ja, danke. Das ist das ein gutes Thema heute, dass wir unterscheiden lernen, was Gedanke ist. Und wir, wenn wir Gedanken glauben, dann halten wir das für die Wahrheit. Und das zu unterscheiden. Der Körper braucht Nahrung, ist ein Gedanke. Dann brauche ich die richtige Nahrung. Und dann auch noch zur richtigen Zeit. Ohne diese Gedanken, oder wenn du erkennst, dass es Gedanken sind, dann kommst du näher an den Zustand ohne Gedanken. Und dann passiert etwas selbstverständlicherweise aus dir selbst heraus. Und diese Intuition, sich selbst, wo das passiert, wo du genau weißt, was zu tun ist, haben wir irgendwie verloren, weil wir so sehr diese Gedanken glauben. Haben wir so gelernt. Ich muss Leistung bringen, denn sonst bin ich nichts wert. Ich muss besser werden. Der Körper muss besser werden. Das sind alles Gedanken. Letztendlich erkennst du, dass der Mensch eigentlich von Kopf bis Fuß ein gedankliches Wesen ist. Beziehungsweise ist er natürlich nicht, aber Er glaubt es. ja. Ich denke, also bin ich. So ungefähr. Und die Wahrheit ist, dass sich hinter jedem Gedanken, egal ob du ihn jetzt glaubst oder nicht, verbirgt sich eine geheimnisvolle Kraft. Das ist der absolute Geist, die Urkraft, das Urwesen des Geistes, das all das produziert. Und letztendlich verbirgt sich in jedem Gedanken die geistige Energie.
die Energie des Geistes. Und letztendlich, wenn du das in der Tiefe annehmen kannst, gibt es dieses Bewusstsein, was ich bin, ist ein Geistwesen. Das Wesen des Geistes. Oder die Verkörperung des Geistes. Und die Verkörperung des Geistes, die ich bin, bedeutet nicht, dass ich körperlich bin, sondern es ist Spiegel. Verkörperung des Geistes, das ich bin, ist Spiegel des Geistes. Insofern sind wir alle Spiegelsplitter des Geistes, könnte man sagen. Und wir tanzen umher und glauben, wir sind körperlich. Und dann haben wir, wie gesagt, diesen Sack voller Sorgen um den Körper. Geist wird so unterschiedlich gebraucht, meinst du, im Sinn von nicht stofflich, nicht materiell? Ja. Und ist nicht dann jede Aussage, jeder Satz ist schon eigentlich ein Gedanke, eigentlich mental? Ja, könnte sein. Alle Worte eigentlich. Ja. Also künstlich, ja. Ja, sind Gedanken. Und wenn du das in Erinnerung behältst, wird's lustig. Du freust dich über all diese Gedanken. Die kommen wieder und du hast deine Freude dran, weil sie nicht wahr sind. Sie sind von geistiger Natur. Dieses Nicht-Wahrsein bedeutet, das heißt ja nicht, dass dann die völlige Auslöschung ist, in die Dunkelheit hinein, sondern es ist ja Lichtbewusstsein, was dann da ist. Geistiges Gewahrsein. Also verstehen tue ich das jetzt nicht, aber. Geistiges Gewahrsein, das ist das, was ich bin und nicht körperlich. Körperlich erscheine ich, ja. Wenn ich glaube, ich bin körperlich. Ja. Ich glaube, ich bin getrennt von den anderen und der Welt. Also Gewahrsein im Sinn, das, was sieht, das, was sieht, das, was wahrnimmt. Ja. Das, ja. Bewusstsein. Ja. Ist das Jetzt-Bewusstsein. Und wenn das Jetzt-Bewusstsein nicht präsent ist, hier und jetzt, dann leben wir quasi im Verstand, wir sind gedankliche Wesen und wir leben in der Vergangenheit, weil wir halten fest an diesem Ich-Gedanken, das ist ja der Grundgedanke, Ich, der oft ja nicht als Gedanke erkannt wird. Und da das Ich nicht wahr ist, sondern ein Gedanke, aber der wird geglaubt, dann lebst du in der Vergangenheit, in einem Glaubenssystem, das du dir in der Vergangenheit angeeignet hast. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wie ich meinen beiden Söhnen beigebracht habe, ich und du. Ist gelernt. Die kleinen Wesen sprechen noch nicht in ich und du. Sie sind einfach lebendig. Eins mit allem. Und dieser Ich-Gedanke, das ist, wo quasi das Theater beginnt. Der Trouble. Ich. Wir glauben das. Und dann haben wir einen Sack voller Sorgen um dieses Ich. Weil dieses Ich, dieses enge Ich erscheint körperlich. Aber ich bin nicht der Körper. Daran kann diese Erinnerung einschalten. Wenn es mein Körper wäre, hätte ich einen Einfluss. Habe ich aber nicht. Das heißt, ich weiß nicht, was es ist. Also brauche ich es auch nicht studieren. Das nächste Leben kannst du dir sparen. War auch mehr ein Witz, aber trotzdem. Taucht manchmal auf, so Gedanke. Aber würdest du sagen, es ist auch total okay,
dieses Ich zu gebrauchen, also im Gespräch, einfach in dem Bewusstsein, dass es das ja gar nicht gibt, weil ich finde es so, Ja. es immer wegzulassen, ich finde es, ich werde so oft korrigiert, aber das ist ja so gestolzt irgendwie. Du kannst es sprechen, ja, in dem neuen Bewusstsein. Ja, meine ich Dass auch, wir ja. schon wieder gedanklich miteinander verbunden sind, mit ich und Ja, du. genau. Und eine Brücke in das vollkommene Wesen, das du bist, kann sein, wenn du das Ich mit Es mal ersetzt für eine ganze Weile. Ja. Das macht Spaß. Ja. Es denkt. Es Ja. hat Hunger. Kommt ein Gedanke, Hunger. Hunger ist auch ein Gedanke. Und du glaubst wirklich, dass es wahr ist. Und so haben wir hier eine Welt kreiert, die aus Gedanken besteht, die für die Wahrheit gehalten werden. Aber es ist nicht wahr. Und deshalb sagen die Weisen und die Mystiker aller Zeiten, die Welt ist eine Illusion. Der Körper ist eine Illusion. Du hast ihn erschaffen durch den Gedanken Körper. Ja. Ich, Körper. Ist witzig. Tja, wenn man sowas hört, dann kannst du das ganze, den ganzen Schulstoff einfach in die Tonne kloppen. All das, was du bisher gelernt hast. Ich muss leistungsfähig sein. Ein Gedanke. Ich darf nicht krank werden. Ein Wunsch, ein Gedanke. Was ist Krankheit? Ein Gedanke. Ja, da merke ich das weniger. Der Schulstoff, der ist schon längst vergessen, aber das ist Familie, was du gerade ansprichst. Krankheit war das Schlimmste für meinen Vater, der immer gesagt hat, Kinder, was habt ihr wieder falsch gemacht? Das sitzt dermaßen drin, dass Kranksein selbst verschuldet ist. Das ist, sitzt ziemlich tief. Lass es mal setzen mit dem, Ja. oh, ich bin nicht der Körper Ja. oder es ist nicht mein Körper. Ja, das Und war jetzt gut. erfahre die Ruhe dabei, die Ja. Gelassenheit. Es darf passieren mit ihm, was passieren soll. Körper verändern sich. Sie lösen sich auf. Was sich verändert, das ist nicht, was du bist. Halte dich an das, was unveränderbar ist. Präsenz, der Beobachter. Und es kann halt hilfreich sein, wenn man Beobachter ist, zu unterscheiden, was Gedanke ist und Wahrheit. Ja. Ja, danke. Danke, Gedanke. Danke, danke. Gedanke. Geht sowieso. Und du sitzt da immer noch fest. Ich.
Ich. Gut. Danke. Was bedeutet eigentlich dein Name, dass du das da vorne dran gesetzt hast, das Maya Karina? Karina ist dein Geburtsname. Ja, Und Maya Maya. bedeutet die Illusion. Ja. Ich bin nicht der Name. Karina ist Illusion. Maya ist Illusion. Ich bin nicht der Name. Maya ist Illusion. Ich Ja. bin nicht der Körper. Ja. Ja. Als Erinnerung. Hat Ja. nicht weiter zu bedeuten. Danke. Dann lese ich mal aus dem Chat was vor. Da Mm Harald Herr, der mit dem Krebs, Frage, bedankt sich für deine Antwort und dann schreibt oder fragt an Mukunda, wie kann Annahme oder Frieden passieren, wenn enormer Widerstand oder Ablehnung erscheint? Widerstand oder Ablehnung ist eine Interpretation von dem, was jetzt ist. Was jetzt ist, ist immer perfektes Leben ohne Ausnahme. Wenn du das Leben, was jetzt ist, ablehnst oder Widerstand spürst, dann lehnst du das, was jetzt perfekt ist, ab. Und das zu erkennen. Widerstand ist eine Interpretation des wundervollen Lebens, das du bist. Es gibt da diesen Trick. Also, wenn Widerstand kommt, dann kannst du es in Dankbarkeit umwandeln, weil das, was ist, ist Gott gegeben, es ist, wie es sein soll, und dafür danke, statt es abzulehnen durch Widerstand. Dankbarkeit ist quasi das Gegengift zum Widerstand. Es ist süßes Gift. Warum Widerstand? Wird er gebraucht? Wofür wird Widerstand gebraucht? Das, was ist, für das, was ist, dankbar zu sein, dich zu erinnern, dass es dir gegeben wird oder gegeben ist, in jedem Moment deines Lebens. Ist dir das gegeben, was ist? Und dafür dankbar sein. Diese Erinnerung kann den Widerstand transformieren in Freude. Weil das, was ist, soll sein, was oder wie es ist. So ist es nun mal, ist die göttliche Ordnung. Hast du einen Einfluss drauf? Auf das, was ist?
Möchtest du es in deinem Sinne verändern oder gar verbessern? Das bedeutet, dass du das, was ist, als falsch oder negativ einstufst. Du weißt es besser. Das tut weh. Ja, Widerstand in Dankbarkeit umwandeln. Dann bist du ein Alchemist. Du wandelst das Unedle in das Edle um. Das Unedle soll in Gold, in das Edle umgewandelt werden, in der Alchemie, wenn es im Körperlichen, wenn du es ins Körperliche projizierst. Wir sind jetzt hier auf der geistigen Stufe. Wir wandeln das Unedle, der Widerstand ist nicht edel, weil der fühlt sich ja spannungsgeladen an, angstvoll, nicht das zu kriegen, wie ich es will. Das wird durch die Erinnerung, dankbar zu sein für das, was ist, in das Edle, nämlich die Freude und Liebe, liebevolles Gewahrsein umgewandelt. Also sei ein Alchemist. Ist möglich? Versuch's. Ist eine Frage wieder vor. Bidien fragt, wie lässt sich die Bewusstheit im Alltag und beim Handeln tiefer oder besser verinnerlichen? Ja, durch Bewusstmachen von des Gedankens, der dich zum Handeln bewegt. Der Gedanke, den du für die Wahrheit hältst. Ich brauche Freunde zum Beispiel. Ich brauche es, mit Freunden zusammen zu sein. Ist ein Gedanke. Und wenn du das erkennst, dass du gedanklich motiviert bist, gedanklich bewegt bist, dann bringst du Bewusstsein in dein Leben, in den Alltag. Ich brauche es, mit Freunden zusammen zu sein. Ist es wahr? Dann bist du glücklich. Dann bist du nicht einsam. Was verbirgt sich hinter diesem Gedanken, ich brauche es? Wieder eine Bedürftigkeit, ne? Ich brauche es, Familien, mit Familie zu sein, in Familie zu sein. Was verbirgt sich dahinter, tiefer? Ich bin einsam, allein. Ein Gedanke. Ohne Freunde ist mein Leben nichts wert. Ein Gedanke. Und diesen Gedanken willst du mit dem Gedanken, ich brauche Freunde, kompensieren, diesen schmerzlichen Gedanken. Ist der dann weg?
Wenn du auf die saure Gurke eine Zuckerglasur machst, ist dann das Saure darunter weg? Also Bewusstsein in den Alltag bringen, bedeutet sich des Gedankens bewusst zu sein, der meine Handlung steuert. Und wenn das nicht bewusst ist, welcher Gedanke deine Handlung steuert, dann kommt oft das Gefühl auf, fremdgesteuert zu sein. Wie ein Automat verhältst du dich? Fällst immer auf, vielleicht auf dieselben Männer rein oder der Mann auf dieselbe Frau? Man fällt in das Loch, in ein Loch, in ein Automatik, in ein automatisches Verhalten. Fremdsteuerung. Viele haben Angst davor, fremdgesteuert zu sein, einen Chip zu kriegen, eingepflanzt, als hätten wir schon einen Chip drin, der uns steuert. Aber es ist der eigene Gedanke, der nicht bewusst ist als Gedanke, der einen Gedanken an Fremdsteuerung erzeugt. Also bring Bewusstsein in den Alltag, indem dir der Gedanke bewusst wird, der dein Leben steuert. Und hier fällst du nicht mehr auf dieselben Dinge herein. Das Leben entfaltet sich, es wird freier. Es gibt mehrere Optionen des Verhaltens. Die du vielleicht vorher noch nicht einmal gesehen hast, weil du immer wieder auf denselben Gedanken hereinfällst. Komm, gehst immer in denselben Freundeskreis. Immer in dieselbe Familie, weil du was willst, welcher Gedanke steuert dich? Das ist Bewusstsein.
Helga hat davon mir berichtet, wie sie morgens schon aufwacht mit Dankbarkeit. Ist einfach so da. Das ist, wenn die Erinnerung wach ist, dass das, was ist, richtig ist. Das brauche ich nicht verbessern. Es braucht keinen Widerstand, weil es schlecht ist. Es kann sein, dass ich so dieser Zustand der Dankbarkeit stabilisiert. Danke, Helga. Da ist vielleicht Krebs in der Diagnose und du entscheidest dich für Dankbarkeit. Es ist Heilung. Und ich sage nicht, dass sich der Krebs dann heilt, dass der zurückgeht. Es ist geistige Heilung, weil du bist im Frieden damit und dann siehst du, was passiert. Oder du nimmst eine Behandlung in Anspruch. Vielleicht hast du nicht mal die Wahl, ob du das tust oder nicht. Aber hoffe nicht auf ein bestimmtes Ergebnis, dass der Krebs verschwindet. Sei dankbar für das, was ist, weil das, was ist, ist vollkommenes Leben. Und das Leben verändert sich. Und du lässt dich nicht von den Veränderungen irritieren. Dankbarkeit ist der Schlüssel für deine geistige Gesundheit. Vielleicht. Hast du mal den Strom? Ich glaube, es sind nur noch 31. Jeanette Nicole sagt oder fragt, ist Dankbarkeit nicht auch nur ein Wort? Erst ein Wort und eine Energie, eine Und Schwingung. es ist natürlich nicht nur ein Wort, es ist die Schwingung des Lebens selbst, dankbar zu sein für das, was ist, ist eine Entscheidung. Es ist viel, viel mehr als nur ein Wort. Dankbarkeit als Wort hat eine spirituelle Bedeutung von Erlösung, von, es löst Freude aus. Warum sollst du es also sagen, ist nur ein Wort, wenn es doch Freude, Lebensfreude auslöst? Es ist doch das Beste, was dir passieren kann. Ob es nun ein Wort ist oder nicht, oder ein Gedanke oder nicht. Es löst Lebensfreude aus. Es vertreibt den Widerstand, die Ablehnung. Es ist Magie. Und natürlich ist es erfordert einen tiefen Atemzug, wenn du durch den Park gehst und dich überfällt jemand.
dann wirst du die Dankbarkeit vielleicht nicht gleich parat haben. Du wirst vielleicht aufgeregt sein, vielleicht wehrst du dich. Vielleicht kriegst du Wut. Das ist alles okay. Dann schalt hinterher den Geist der Dankbarkeit wieder ein. Hast du einen Einfluss drauf, auf das, was jetzt ist? Vielleicht stellt dir das Leben einfach diese Prüfung. Dankbarkeit, in Dankbarkeit zu sein und in Freude. Es braucht diese Prüfungen. Es braucht diese Prüfungen. Sieht so aus. Fragt noch mal oder spricht noch mal so: Anders als jetzt in diesem Augenblick, im Alltag vergesse ich so oft das Gewahrsein darüber, was in mir vorgeht, und das Ich übernimmt volle Aufmerksamkeit und die innere Führung, so scheint's. Was tun? Erkenne den Gedanken, von dem du geführt bist. Die innere Führung ist nicht innen, ist im Kopf. Der Gedanke führt dich. Wenn du den Gedanken erkennst, der dich führt oder verführt, dann ist das wie ein Reset, wie eine Reset-Taste. Es bringt dich zurück in den natürlichen Ausdruck deines Seins, wo du geführt bist. Sowieso. Geführt bist, geborgen bist, im Leben, selbst, sowieso. Diesen natürlichen Ausdruck oder dieses natürliche Bewusstsein des Geborgenseins im Leben haben wir irgendwie verloren, weil wir so viel gelernt haben früher. Ich muss gut sein in der Schule. Ich brauche einen Partner, um nicht einsam zu sein. Gedanke, alles Gedanke. Dieser Gedanke verführt uns. Und wir haben diese innere Führung oder das Geführtsein verloren. Also erkenne den Gedanken, der die Präsenz vernebelt, verfälscht. Und wie wir heute gehört haben, ist es nicht so leicht, Gedanken von der Wahrheit zu unterscheiden, weil das ist eine spontane Anhaftung. Ein Gedanke kommt und wir halten ihn für die Wahrheit, wie zum Beispiel Hunger, falsch, schrecklich, furchtbar oder auch schön. Wir halten Gedanken für die Wahrheit. Und es ist ein Erkenntnisprozess, das zu unterscheiden. Und dafür haben wir ja, gibt es ja diesen Umkehrkurs und die Bewusstseinsschule, wo wir das erkennen, was Gedanken sind. Und vor allem, woran wir erkennen, dass es ein Gedanke ist, der uns führt oder verführt. Es ist immer eine schmerzliche Emotion, wie Traurigkeit, Wut, Verlust, Angst, Existenzangst. Unter all diesen schmerzlichen Emotionen verbergen sich Gedanken. Und es ist gut, Gedanken als Gedanken zu erkennen. Das ist die Umkehr, die Kreuzigung des Leidens.
Die Umkehr vom Kopf ins Herz. Die Umkehr vom Verstand in die Intelligenz der Wahrheit, die ich bin. Gedanken als Gedanken zu erkennen, statt sie für die Wahrheit zu halten, automatisch. Es ist ein Prozess der Selbsterkenntnis. Macht Spaß. Und woran erkennen wir Gedanken? Angst, Wut, Traurigkeit sind nicht real. Es sind Gedanken. Bittchen sagt oder schreibt Danke. Und Schneewittchen, ein wundervoller Satsang. Herzlichen Dank. Danke, dass du es gehört hast. Hören, ohne nachzudenken. Das Herz und damit die Dankbarkeit. Hören ohne nachzudenken trifft das Herz und die Dankbarkeit. Es ist wie mit dem Herzen hören, tieferes Hören als mit den Ohren. Weil die Ohren können eigentlich nicht wirklich hören. Die Ohren sind spontane Interpretationsorgane. Wir hören nicht das oft, meistens oder so gut wie immer, nicht das, was gesagt wird, sondern das, was wir denken, was gesagt wird. Das ist der Grund, warum wir uns nie wirklich zuhören können. Die Ohren sind Interpretationsorgane. Wir hören spontan nicht, was gesagt wird, sondern was wir denken, was gesagt wird. So gibt es ständig Missverständnisse. Und keiner hört wirklich zu. Auch die Augen. Sie sehen nicht, was es ist. Sie sehen, was wir denken, was es ist, wie wir es gelernt haben.
Und im Satsang haben wir die Möglichkeit, mit dem Herzen zu hören und zu sehen, die Welt neu zu sehen, Schönheit in allem zu sehen, statt zu interpretieren, das ist schön, das ist hässlich, das mag ich nicht. Das ist okay, das macht der Verstand, der erfüllt seine Aufgabe. Aber hier hast du einen Sack voller Sorgen, weil du dauernd was ablehnst und etwas anderes haben willst, als es ist. Also es ist auch eine Entscheidung, mit den Augen zu sehen, die Schönheit in allem und zu bemerken, wie die Augen ganz schnell dabei sind zu interpretieren. Der Sonnenuntergang, ja, das ist schön. Aber wenn ich wieder weggucke und den Müll sehe am Strand, das ist gar nicht schön. Ein Gedanke verdirbt die Schönheit des Seins, verdirbt die Lebensfreude. Und so leiden wir letztendlich am Mangel an Dankbarkeit für das, was ist, weil wir interpretieren. Also mal einen Tag lang die Schönheit in allem zu sehen. Geht auf den Müllplatz und seht die Schönheit dieses wundervollen Lebens. Schönheit sehen. Nicht interpretieren. Keine Gedanken darüber. Ist eine Entscheidung des Herzens. Bittchen fragt oder sagt erstmal, beim Lauschen tauchen gedankliche Reaktionen impulsiv auf. Wie zum Beispiel, ah, oh, was ist wirklich gemeint hiermit, etc. Sind derartige Gedanken nützlich oder sind diese auch bloß subjektive Ich-Gedanken? Na, A und O genügt. Das ist Hören. Das ist Hören. Inneres Hören. Alles andere ist wieder Interpretation, Gedanke. Danke, dass ich es bemerke. Also, wenn jemand spricht zu dir, morgen oder heute Abend noch, A und O genügt. Als Antwort. Was sonst? Wenn du was entgegensetzen willst, dann bist du schon wieder dagegen. Stellst dich in den Mittelpunkt mit dem, wie du es siehst und denkst. Nichts mehr dagegen. A und O.
So zu hören, das genügt. Das ist Herzkontakt. Eins. Stell nichts dagegen. Meine Meinung. Stell ich nicht dagegen. Ist Herzkontakt. Und wenn es erst passiert, ist okay. Bemerke es hinterher. Und bereinige das Herz wieder. Weil der Verstand ist so schnell. Aber das Herz ist schneller, weil es ist immer schon hier. Es ist wie bei dem Märchen Hase und Igel. Der Hase rennt und rennt. Und der Igel am Ende der Furche. Ich bin schon hier. Das ist dein Herz. Ja, in dem Sinne, herzlichen Dank fürs Hören. Mit dem Herzen hören. Oder gibt es noch eine Frage im Chat? Nein. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.